Hallo und herzlich willkommen zurück zu WarioWorld. Wir kraucheln hier diese wunderschöne Ranke hoch und gönnen uns noch das Ding und das Ding. Haben wir ein Schwert bekommen. So, können wir hier hoch? Nein. So. Okay, damit haben wir alles aktuell. Also was wir da unten machen müssen zumindest. Ist ja immerhin etwas. So, da oben waren wir auch. Da haben wir den Schalter aktiviert. Genau. So, hauen wir mal diese Magneten. So, einer ist schon down. So, Magneten sind magnetisch. Jetzt sind hier drei von denen, das ist unfair. Das ist unfair. Egal, einer reicht. Einer reicht. Oh Gott. Höher brauchen wir auch nicht zu gehen. So, und hier waren wir schon. Oh, danke. Immerhin. Das meinte der kleine Knilch wahrscheinlich eben mit die Böden der Schlucht, der Schluchte, der Schluchten sind voller Schätze. Warum ist genau bei diesem Aufstiegspunkt so ein Mistvieh? Mögen die nämlich nicht, diese Eisdorne. Es ist so mies, ne? Was die für eine Range haben. Hallo? Hallo, ich hab doch das Jumper. Hä? Kann ich bitte... Ich wusste, dass hier der Ausgang ist, weil das die letzte Kiste war, aber ich konnte nicht... Der hat die Jumper-Attacke nicht akzeptiert. Wie mies. Wie mies. So, blau haben wir. So, die fallen alle da runter. Ja. Das ist so mies, ne? Ich hasse diese Sub-Arrows da unten. Die sind auch mies, ey. Diese blöden Kackviecher hier. Ach, jetzt merke ich das erst. Das ist dieser Schlamm, der macht uns langsam. Zum Glück habe ich mich hier gerade noch hingerettet, ey. Ah, den brauchen wir nicht. Okay, warum kann ich hier hin? Ach so, Magnetos. Beide erwischt, sehr gut. Ey! So. Da ist der blaue Schalter am WTF. Ich habe ihn gerade gesehen. Oh ne, schon wieder so gefeilt. So, sterbt ihr. Boah, ja, vor allem ihr eben blöden Kackviecher, ey. So. Mistviecher, ich mache euch alle platt.
Arm. Die Viecher sind ja nervig hier. Oh, ich wollte gerade ausholen, egal. Oh nee, die schon wieder. Das sind die weirdesten Gegner einfach mal. Als ob der mich erwischt hat. Ja genau, treff deine eigenen Leute. So. Gib mir deine Münzen. So, da unten sehe ich den Schalter. Kann ich hier hoch? Nee. Schaffe ich vom Sprung her nicht. Ah, ein geiler Knoblauch. Nice. Guck mal erst, was hier so ist. Nein! Ich dachte, ich könnte den da als Stampfattacke nutzen, aber es hat nicht funktioniert. Oh, nice. Direkt raus. Nein! Als ob, was für eine miese Sache. 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 So, kann ich bitte hier runter irgendwie? So, und jetzt schmeiße ich dich auf die Plattform. Oder auf den Schalter, besser gesagt. Nicht auf die Plattform. Und dann brauche ich noch einen von euch Dödeln. Dich zum Beispiel. Oh, um hier reinzukommen. Sehr nice. Oh Gott. Wieder diese Außenbereiche. Das sind, wie gesagt, immer noch die schwersten. Weil ich nicht weiß, was die... Ah, verstehe. Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie es funktioniert hat, aber... Nein. Das war besser. Na, traute ich mich nicht. Jetzt. Gott. Ach du Scheiße. Das ist der mieseste. Nein. 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 Hopp. Hopp. Ja. Ich will es erstmal üben. Nein. Nein. Hopp. 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 Oh Gott. Hoi. Nach dem Zitru triffst du auf die riesige Spideracticus. Okay. Bleib nicht an ihrem klebrigen Netz hängen, ansonsten kannst du nicht mehr springen. Näher dich diesem Monster aus auf den Haftkugeln, die es auswirkt und wieder einsaugt. Ach ja, wenn du kleben bleibst, solltest du die Tempo-Attacke einsetzen. Danke für diesen Hinweis.
hart verdienter Hinweis. Wir müssen jetzt aber erstmal hierhin zurück. So, das Blümchen aufmachen. So. Machen wir das hier erstmal schön auf. Get out of here. Jetzt müssen wir zurück. Warum müssen wir zurück? Weil wir die blaue Schatzkiste noch holen müssen. So. Diesen Sprung war sehr nice. Ich habe keine Ahnung, wo die Viecher kommen. Oh, die kommen aber auch sehr schnell hier, Alter. Letzter Schatz. Nein. Ah, es fehlt noch einer, stimmt. Aber bis jetzt sind wir eigentlich relativ gut vertreten. So, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Da oben kommen wir noch lang, glaube ich. Wundervoll. Turn around. So, das reicht schon. Ich hasse dieses Vieh, ne? Wetten, dass die drei Leben hat? Warum kann ich den nicht greifen? Nein! Ich hasse dieses Vieh, ne? Ich könnte auch einfach hier vorbeilaufen, ne? So, bist du tot? Nein? So, jetzt aber tot. Ja. Alter, ich hasse das Ziel. Das zieht so Leben weg, einfach nur. Okay, was geht hier ab? Hier geht's weiter. Interessiert mich nicht. Erstmal hier lang. Okay. Wow. Alter. Ah! Da kam noch eins. Ja, du gibst mir auf jeden Fall was. Alter, wird Alter, ultra teuer. Einmal noch und dann ist aber gut. Okay. Hier ist die Monsterparade. Okay, unten ging es weiter. Nicht hier. Ich dachte eigentlich. Okay. Ach nö. Dann müssen wir das nochmal machen. Have a rocking day. So, okay, wir müssen also hier lang. Ah, hier ist der Schatz. Ja. Okay. Ja, okay. Ich glaube, man verliert einfach Leben. Ja, wenn man getroffen wird. Ich wurde gerade in der Luft getroffen. So, ein Problem ist, wir haben nicht alle Schätze. Das finde ich nicht so gut.
Das finde ich wirklich nicht so gut. Als ob der mich noch getroffen hat. Doch. Nee, wir fehlen uns zählt der zweite. Den Rest haben wir. Den haben wir wahrscheinlich am Anfang irgendwo übersehen, ey. Da oben war der erste Schalter, den haben wir. Oh, lol. Lol, den habe ich komplett vergessen. So, wenn ich mich alles täusche, muss ich hier lang. Okay. Er ist nicht so schlimm. Zum Glück müssen wir nicht wie in die Eishöhle 300 Mal probieren, bis wir das bekommen. Ja, also, das ist schon mal ein Vorteil. An sich ist das Level eigentlich ganz cool. So, Problem ist nur, wo muss ich hin? Ich denke mal, ich folge einfach diesen Weg hier. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich hier richtig gehe. Nein! Hä, wie hat er mich erwischt? Krüppelaffen hier, ey. So. Bezahlt. Oh, der will immer nur 50, das ist sehr gut. Komm, ich gönne dir noch einmal. So. Zum Glück gibt es ja jetzt keine Viecher mehr, die uns nerven. Jetzt kommt der Magnetscheiß wieder. Everlocking Day. Ich weiß gar nicht, was der wirklich sagt. Der manchmal sagt er, have a proper day. Oder have a rural day. Keine Ahnung, das wird man wirklich nicht so. So. Yahoo! Bitte lass mich jetzt nicht nochmal da runterfallen. Zu diesen blöden Mistviechern hier. So. Okay, wir sind gut durchgekommen. Eigentlich könnte man es doch im Trick benutzen, ne? Schafft man es nicht, da hoch zu jumpen? Alter, du gehst mir so auf den Sack da oben. Da kannst du gar nicht vorstellen. So, verzieh dich. So. So, endlich. Das Problem ist, ich komme nicht da oben hin direkt. Das ist so schade. Aber ich könnte diesen Sprung schaffen. Nein. Ja, komm, spring auf mich und dann stirb. Genau. Have a rotten day? Das könnte sein. Have a rotten day? Hab einen verschimmelten Tag. Why not? Würde ich Wario zutrauen, dass er sowas sagt. Hab einen verschimmelten Tag. Oder verfaulten Tag. Hab ich vergessen. Ich hab die Dinger vergessen, Mann.
Nein, du kriegst nix. So. Wir haben alles, ne? 5 von 5, 8 von 8, 8 von 8. Alle Schätze, alle Leben, alles gut. Okay, Spider irgendwas. Dann habe ich die dritte Welt auch komplett. Boah, die war schon sehr viel schwerer als der Rest. Ich dachte schon, die kann sich nicht umdrehen. So. Wir müssen die natürlich oben erwischen. Piu, 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 piu. Wie unfair, obwohl ich oben drauf war, ne? Was soll das denn sein? Mit dem Scheiß hier. Komm hier. Machen wir den Kacksprung. Piu. Wow, ciao. Ich wusste mal, wo der hingeflogen ist. So. Ach so. So. Okay. Komm, mach deine Scheiß. Piu, piu, piu. Machst du jetzt zwei Schüsse oder was? So. Wollte die mich gerade angreifen, obwohl die gerade erst... Lol. Machst du wieder den Kackensprung? Machst du dich gleich einen zweiten? Yo, geil. Oh, der ging ein bisschen schneller. Wow. Machst du wieder einen Kackstrahl? Oh, zweimal. Oh, sogar nochmal. Als ob das was ändern würde. So, ich geh jetzt direkt auf den ersten hier. Bam. Wie sie mich snacken wollte. Aber ich bin unverwundbar nach diesem Angriff. Oh, das war scheiße. Piu, piu. Piu, piu. Komm, machst du es nochmal? Ne? Immer noch nix. Komm ich hier in die Mitte? Down. Hä, wie sie... Ich bin eigentlich unverwundbar nach diesem Angriff. Aber okay. Du hast nur ein Leben, du blöde Kackspinne. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Da. So, stirb, du Mistvieh. Bam. Yes. Oh, und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder mit dem Bossfight von Welt 3. Und Welt 4 wird noch schlimmer. Eieieiei. Und wir gönnen uns natürlich noch das siebte Herz.
Yeah. Dann geht's ins Lava-Dings, okay. Ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.